Hallo, ich bin Julia. Hallo, ich bin Marie. Hi, ich bin Amelie. Servus, ich bin Lucia. Wir haben uns überlegt, dass wir verschiedene Restaurants in Düsseldorf aus verschiedenen Nationalitäten in Europa besuchen und einen Foodblog draus drehen. Zuerst waren wir beim Italiener. Die bekanntesten Küchen auf der Welt. Pizza und Pasta ist natürlich klar, dass man wundervolles Essen in Italien bekommt. Aber auch in Deutschland gibt es sehr viele leckere italienische Restaurants. Die Italiener, die wir besucht haben, meinten, dass auch keine Italiener sehr gut Pizza und Pasta kochen können. Die Italiener meinten außerdem, dass Olivenöl ein sehr wichtiger Bestandteil der italienischen Küche ist. Wir danken nochmal dem italienischen Restaurant La Tosca, dass wir da sein durften. Dann beim Franzosen. In Frankreich isst man gerne Käse oder guten Schinken oder Salami und Pastete, vor allem Entenpastete. Im Restaurant verkaufen sie auch viele Produkte aus Frankreich. Und in der Küche ist auch immer alles frisch zubereitet. Und im Restaurant gibt es so eine Art verschiedene kleinere Läden, zum Beispiel eine Bäckerei, da kann man viel Brot oder Gebäck kaufen oder auch frühstücken morgens. Dann gibt es noch einen Käse- und Fleischstand, da kann man Käse, Salami und Schinken kaufen. Und hinten im Restaurant gibt es noch ein ganz großes Regal mit den Lebensmitteln aus Frankreich. Zum Beispiel Gewürze, Marmeladen, kleine Cracker, guter Wein und noch vieles mehr. Das Restaurant heißt Les Salles Saint-Honor und ist auf der Nordstraße 31 zu finden. Und dann bei Spanien. Spanien isst man Gerichte wie Paella oder Kroketten. Doch das spanische Gericht ist Tortilla mit Kartoffeln. An der Küste wird viel Fisch und oder Meeresfrüchte gegessen. Doch im Landesinneren isst man eher Fleisch. Sangria ist ein beliebter Sommerdrink, der vor allem im Osten und im Süden sehr gern getrunken wird. Das Getränk in Spanien ist Horchata. In spanischem Essen sind oft viele frische Gewürze. Danke an La Copita, dass wir da sein durften. Und zuletzt beim Griechen. Gyros. Wenn man an die griechische Küche denkt, denkt man sofort an Gyros. Aber eigentlich gibt es viel traditionellere Gerichte, wie zum Beispiel Lamm. In den griechischen Gerichten sind oft Knoblauch, Olivenöl und Oregano. In Griechenland trinkt man eigentlich nur stilles Wasser.